Ich habe kürzlich Once Human ausprobiert. Das ist ein nagelneues Free-to-Play-Spiel, was über den Steam Store heruntergeladen und gespielt werden kann. Once Human ist ein Mehrspieler-Open-World-Überlebensspiel in einer seltsamen postapokalyptischen Zukunft. Vereint euch, um Feinde zu bekämpfen, Verschwörungen aufzudecken, um Ressourcen zu kämpfen und euer Gebiet zu bauen. Ihr seht, die Rezensionen sind größtenteils positiv. 41.802 Nutzerrezensionen, um genau zu sein, also etwa 70%. Gibt aber auch viele, die den Datenschutz kritisieren. Da kommen wir später noch dazu. Die Apokalypse hat alles verändert. Menschen, Tiere, Pflanzen, alle sind von einer außerirdischen Kreatur befallen, von Sternenstaub. Als Metamensch kannst du die Verseuchung überleben und die Kraft von Sternenstaub nutzen. Spiele allein oder schließe dich anderen an, um zu kämpfen, zu bauen und zu erkunden. Wenn die Welt im Chaos versinkt, bist du unsere letzte Hoffnung. Kurz zusammengefasst, überlebe in der Wildnis, kämpfe gegen Monster, passe Waffen an, baue ein Gebiet auf, finde die Wahrheit heraus. Free-to-play das Ganze, nicht Pay-to-win, wenn ich es richtig verstanden habe, auf gar keinen Fall. Hier sehen wir schon, unabhängig von den stark kritisierten allgemeinen Geschäftsbedingungen nisten sich zwei Autostart-Anwendungen im System, im Windows-System ein. Ich zeige euch am Ende des Videos, wie ihr diese Autostart-Anwendungen wieder entfernen könnt und für wie dramatisch ich das Ganze hier halte. Das erkläre ich euch auch noch kurz. Noch ein Review. Es ist an sich ein gutes Spiel dafür, dass es gratis ist, aber dass Daten gestohlen werden und Programme installiert werden, die nicht zum Spiel gehören, ist einfach nur schlecht und enttäuschend. So viel zu den Nutzerbewertungen. Das waren ein paar negative auch mit dabei. Alles in allem, wie gesagt, ich habe es oben schon erwähnt, 70% positive Bewertungen. Ab 16 das Ganze, ein Horrorspiel. Und wir schauen jetzt mal rein. Und am Ende teile ich euch meine Meinung dazu mit, beziehungsweise ich zeige euch eben auch, wie ihr das Spiel wieder vom System entfernen könnt. Thank you.
Well, it's good to see another face. I thought I was on my own. And you're a metahuman, too. I don't know who you are, but I know what you are. You awakened the cradle, and that's something only a metahuman could do. You've lost your memory. Do you remember who you are? It must have been that fluctuation just now. It trapped me in the cradle. It could have robbed you of your memories. You can call me V. It seems that our interests are aligned, metahuman. This place is called a monolith. Rosetta uses this place to secure deviations and perform experiments on them. I wasn't expecting this many deviants, though. I came to secure a deviation. A paper butterfly. But I think something must have scared it. Right now, though, we need to move. I can show you the way out of this place. But only if you help me complete my mission first. All right? All you have to do is listen to what I tell you. That has been infected with stardust. It's called a deviant. Our world has been overrun with deviants ever since Starfall. Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. When they do, they end up just like that thing. But you're a metahuman. You should be fine. In fact, if the conditions are right, you might even be able to use stardust to your advantage.
So, ich habe das Ganze nur 20 Minuten angespielt. Vielleicht ist das viel zu früh, um ein Review oder eine Meinung dazu abzugeben. Höchstwahrscheinlich ist es das. Ich bin nicht mal übers Tutorial hinausgekommen. Hab das Ganze nach etwa 24 Minuten abgebrochen. Also hab mir zunächst das Intro gegeben, dann den Einstieg, den ihr hier teilweise seht. Und dann habe ich für mich festgestellt, ich hatte was anderes erwartet. Survival, Open World, Crafting, das gibt's wohl alles, aber die Steuerung, die Grafik, die Animation, das ist alles toll, aber irgendwie gefällt's mir nicht. Mir macht das so keinen Spaß, ich mag die Notizen nicht, die überall herumliegen, ich mag das Intro an sich nicht, ich mag auch die Animationen nicht aus irgendeinem Grund, die Monster, dass das Leveldesign, dieses krankhaft mystische am Anfang, das ist mir alles zu viel gewesen. Das kann aber jeder für sich selber entscheiden, das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, vielleicht hätte ich das noch ein bisschen weiterspielen müssen, damit das Feuer sozusagen übergreift. Aber mir hat das so nicht gefallen. Ich habe das abgebrochen und jetzt werde ich das Ganze auch wieder deinstallieren. Und da zeige ich euch gerne noch schnell, wie das geht. Ich habe hier mein Deinstallationsprogramm, das ich übrigens nur empfehlen kann, den Geek Uninstaller. Und da klicken wir einfach auf Deinstallieren. Dann wird Steam bemüht und deinstalliert das Spiel. Ich denke, das dürfte jetzt schon fertig sein und jetzt werden noch verbliebene Dateien und so weiter. Registry-Zeug wird auch noch gelöscht. So, alle Programmreste entfernt, das Programm ist verschwunden. Im Autostart finden wir aber immer noch die zwei Prozesse hier, die, denke ich, mit dem Spiel installiert wurden. Das kritisieren halt auch viele, zum einen die komplett undurchsichtigen AGB und dann, dass sich zwei Programme im Autostart halt ablegen. Das geht gar nicht und die mutmaßen, dass da jetzt alle Passwörter etc. Zugänge und so abgegriffen werden und weiterverkauft werden können. Also ich wollte auch dazu noch kurz meine Meinung sagen, egal ob man das Spiel mag oder nicht. Ich glaube, so schlimm ist das nicht, wie das teilweise dargestellt wird. Ich habe die AGB mir kurz übersetzen lassen und habe die überflogen. Das ist nichts anderes wie bei jedem anderen Online-Rollenspiel auch. Guckt euch mal die AGBs von Blizzard an oder sonstige, die unterscheiden sich im Großen und Ganzen nicht von diesen AGBs und zu diesen zwei Programmen, die hier abgelegt sind, das ist angeblich, ist das nur ein Counter, der zählt, wie oft das Spiel ausgeführt wurde und das zweite Programm ist angeblich die User-ID, zumindest schreiben das hier einige Steam-Nutzer und hier wird halt auch erklärt, wie man das Ganze entfernen kann. Wir öffnen die Registry, indem wir Windows-Taste plus R drücken. Dann geben wir im Dialogfeld Ausführen den Befehl RecEdit ein. Und dann gehen wir zu folgendem Pfad. Ich habe das hier alles schon mal so halbwegs vorbereitet. Wir suchen also HKCurrentUser, glaube ich. Software Microsoft Windows Current Version Run. Und hier löschen wir die Einträge mit dem Counter, steht es eben auch nochmal, löschen, löschen und dann sollte das Ganze hier verschwunden sein und das ist auch der Fall. So viel zu dem Thema. Und damit sind wir dann durch. Mir hat das Spiel, wie gesagt, keinen Spaß gemacht. Hinterlasst mir gerne konstruktive Kommentare zum Thema, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn es für euch hilfreich war und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.